Bus. Bahn. Noch mehr Bahn. Latschen. Noch mehr Latschen. Nordsee. Moin, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Dein Trick heute von der Nordsee. Was tust du? Ich bin hier. Nein, du schneidest ja natürlich. Ja, dann komm. So. Den heutigen Trick hat eingesendet der User LeoStar1 und der hat dem keinen Titel gegeben. Da muss ich mir selber einen ausdenken. Der hat das Ganze jetzt einfach Beitrag für deinen Trick Mr. Tricks XL genannt. Ich nenne es jetzt einfach mal cooler Kartentrick. Zur Erklärung klickt euch in die Videobeschreibung, erster Link. Ich verlinke euch das Ganze aber hier auch noch einmal in der Anmerkung. Wir sehen uns am Ende vom Video nochmal. Bis dahin viel Spaß bei der Performance. Für diesen Trick wählt sich der Zuschauer irgendeine Karte aus, indem er Stopp sagt. Sagen wir mal an dieser Stelle hier, liegt aber frei beim Zuschauer. Das ist jetzt die Karo 9, seine Karte. Mit der machen wir Folgendes. Einmal hier drauflegen bitte. Wir lassen sie hier inmitten des Decks verschwinden und heben ein paar Mal ab. Ups, und auch ruhig noch ein paar Mal. Hauptsache, die Zuschauerkarte geht inmitten des Decks verloren. Einmal schnippen, ein kleiner Zaubermove und die beiden roten Könige tauchen auf. Mit denen machen wir jetzt Folgendes. Ich wische das Deck vorher einmal kurz durch. So, jetzt einmal die beiden Könige bitte. So, mit denen machen wir Folgendes. Es reicht ein kleiner Zaubermove und es taucht eine Karte auf. Und das ist selbstverständlich die Karo 9. Die Zuschauerkarte. Doch das reicht uns noch nicht. Einmal die beiden Könige noch mal halten, bitte. Genau, das reicht uns noch nicht für den Trick aus, denn wir wollen das schön magisch halten hier. Dann wir machen jetzt noch einen besonderen Move. Ich habe hier ja die Karo 9 hingelegt und die lasse ich jetzt inmitten des Decks verschwinden, hebe noch ein paar Mal ab und mische die Karten auch noch mal ordentlich durch. So. Wir schauen uns jetzt die unterste Karte an, das ist jetzt hier die Kreuzdame. Und ich halte meine Hand davor und mit einem kleinen Ruf für die Kreuzdame zur Karo 9. Vielen Dank fürs Anschauen dieser Performance. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du ihm gerne einen Daumen nach oben geben. Damit würdest du mich sehr unterstützen. Zur Erklärung von LeoStar1, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. Und ich verziehe mich auf die Endkarte. Und hier links von mir könnt ihr euch reinklicken für mein letztes Video. Das war eine weitere Folge Frag Mr. Tricks XL. Unten links von mir verlinke ich euch einen guten alten Trick von mir. Hier eine kleine Kostprobe. Ihr nehmt jetzt also das, was vermeintlich die Karo 2 ist, was aber eigentlich die Karo 3 ist, bringt es in die zweite Position. Schüttelt das Ganze und zack, die Karo 2 scheint nach oben zu springen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Das ist hier jetzt der Pik-König, die Karte des Zuschauers. Halt ihn mal kurz noch ein weiteres Mal, damit auch ja die Karte des Zuschauers inmitten des Decks verloren geht. Ich schnippe einmal und mache einen kleinen Move.